Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ich wollte euch schnell zeigen, was ich die kommende Woche testen möchte. Und zwar möchte ich von Essence diese Foundation testen. Die soll sehr gut sein, ich habe sie noch nicht probiert. Ich schau mal, wie sie ist. Von Essence eine Foundation. Habe ich da? Nein, ich habe den Concealer, diesen von Essence. Ich werde sie probieren und testen. Dann vieles auch von Love. Einmal dieser Bronzer, der mir fast ein Ticken zu hell sein könnte. Also ich bin zwar ein heller Typ, aber ich mache das mal auf der helle Seite. Sieht man was? Das ist sehr hell. Also es könnte sein, dass der mir wirklich zu hell ist, weil ganz so hell mag ich das dann doch nicht. Dann eine Kontorpalette von Love in dieser Variante. Da ist ein Blush mit drin, ein Highlighter, ein Kontorprodukt und ein Prime and Finish Puder. Und das sieht schon dunkler aus. Ich kann das euch mal swatchen. Daneben. Oh, das lässt sich. Ja. Das ist schon dunkler. Also der andere könnte definitiv zu hell sein. Eventuell als Topper, aber ich glaube, wenn das wirklich so hell ist, behalte ich ihn nicht. Dann einmal von Art Deco eine Lidschattenbase. So eine kleine. Dann von W7 ein Primer in so einer Variante. Prime and Glow. Illuminating Primer. Da bin ich gespannt. Sowas habe ich noch nie benutzt als Primer. Es fühlt sich weich an. Und samtig. Also wenn man es dann fühlt zwischen den Händen. Ich kann es jetzt, man sieht nichts. Aber es fühlt sich samtig an. Ich bin gespannt. Dann möchte ich eine Lidschattenpalette von Love testen. Die eine ist ja leider rausgeflogen, weil die Farben waren gar nichts für mich. Und diesmal möchte ich diese testen. Die sehen ganz gut aus, wobei ich ja nicht so der grün und blaue Typ bin. Aber ansonsten gefällt die mir eigentlich. Ich kann euch mal das Rot swatchen, das Braun und zwei glitzernde Lidschatten. Und was noch? Das hier, das Grün. Oh, oh. Ja, man sieht es jetzt nicht. Toll, Christine. Also das Grün einmal hier, das sieht schon Hammer aus. Dann einmal das Rosa. Einmal das Rot und was habe ich noch? Das Braun hier oben. Ja, also die glitzernden Lidschatten sind schon richtig geil. Ich hoffe, die gefällt mir besser als die andere, weil die waren ja auch nicht gerade billig. Und deswegen stelle ich nicht so gerne über Internet. Ich habe die mir neu gekauft, nicht über Kleiderkreise, übers Internet. Ich gucke mir das lieber im Laden an, aber bei uns im DM haben die Love lange nicht gehabt. Also, ich teste es aus und gucke, wie es ist. Jetzt kommen nur so kleine Dinge. Einmal ein Concealer von Catrice, wenn man das erkennen kann. Das hat hier so eine Spitze. Und dann muss man halt hier so drehen. Dann eine Mascara, die soll ja auch sehr gut sein von Essence. Da bin ich auch gespannt. Dann von NYX ein Illuminating Drops in dieser Variante. Ich bin ja nicht so dafür, solche
Produkte dann auf die Haut zu machen. Ich mache das meistens in die Foundation mit rein. Aber ja, das sieht gut aus. Riecht auch nach nix. Ja, sieht gut aus. Es glitzert so etwas, nicht übertrieben, das gefällt mir auch. Dann ein Lipgloss mal ohne Farbe, da habe ich gar keinen offen. Und ich wollte mal ohne Farbe testen, von Essence ist der. Da habe ich auch noch andere von denen aus der Reihe. Dann ein Lip Liner von Essence. In dieser Variante so, ja, so ein bisschen rosa. Dann ein Lippenstift von Art Deco. In dieser Variante. Oh ja, der ist schön cremig. So mehr natürlich. Ich hoffe, es gefällt mir. Dann ein Lipgloss von Revolution. Diese Variante, oh ja, sieht auch gut aus hier. Ja, der glitzert schön. Riecht etwas nach Kaugummi oder so. Von früher dann so ein Kohlkaleal. Ja, das ist ein Grau. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte erst, was mit der Mine los? Ist die schlecht geworden? Aber das ist Grau. Ich teste es. Wie gesagt, ich gebe nichts weg, ohne einmal getestet zu haben. Dann ein Kajal-Pen von Rival de Loop in Braun. Kann ich euch mal zeigen. Ja, sehr dunkelbraun. Gefällt mir eigentlich. Ich mag gerne auch braune Kajals, auch auf der Wasserlinie. Das muss nicht schwarz sein. Und ein Lippenstift von Trended Up. Da habe ich schon gedacht, ich habe den schon mal. Aber es war ein ganz anderer. Das ist so einer, so ein ganz dünner. Und das ist ein Color and Butter Lipstick Pen. Ist fast die gleiche Farbe, fast, aber ja, oh, der ist butterweich. Hier. Könnte aber auch sein, dass mir ein bisschen zu hell ist. Ich weiß es nicht. Ich teste, dafür teste ich das ja. Und dazu, ja, der mir runterfällt, ein Lip Liner in dieser Variante von P2. Sieht ein bisschen heller. Hier. Der ist ein bisschen heller als der. Aber ich mag das eigentlich auch, so Lip Liner, die man nicht so sieht. Es gibt ja auch Lip Liner, die sind durchsichtig. Ich wollte das gerne mal testen, aber ich weiß nicht, wo es die gibt. Ja, das war's auch. Ich hoffe, ja, ich werde sehen, was alles bleibt und was geht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.